Yo Freunde, was geht ab zu einer neuen Folge von Little Hope? Falls keiner gehört. In der letzten Folge ging es richtig ab. Da kam so eine Dämon, glaube ich, ne? Ein Dämon aus dem Wasser. Das war die, die wir ganz in der Vergangenheit gesehen haben, die Mutter. Wie hieß sie? Irgendwas mit A war das. Und ja, wir haben Gott sei Dank haben alle überlebt. Und jetzt sitzen wir wieder bei dem, bei unserem lieben Freund, schon was zu Ereilte erzählen hat. sie ein Schicksal schlimmer als der Tod. Nicht, dass der Tod besonders schlimm wäre. Sehr gut. Noch keine Seele verloren. Dankeschön. Das hätte anders sein können. Ja, hätte. Bedenkt man, dass die Lage nun ernster scheint, könnte die Pistole ein Lebensretter sein. Nicht wahr? Oder auch das Gegenteil. Ich höre diese Andrew Aussagen. verschweigt es. Wie klug. Zuerst auf sich selbst achten. Stimmt's? Ich finde, das noch keinen gesagt, dass er eine Pistole hat. Ne? Die Jungs haben da interessante Ideen. Oder glauben Sie lieber an Daniels Theorie? Und Sie sind bereits tot. Nee, Mein glaube ich Traum nicht. fuhr nach dem Leben fort. Oder begann erst meiner Seele Sturm. Mich setzte über die betrübte Flut der grimme Fährmann, den die Dichter singen in jenes Königreich der ew'gen Nacht. Es ist möglich, denke ich. Vielleicht weiß der Busfahrer ja etwas. Das muss Ihnen gerade alles sehr wirr vorkommen. Doppelgänger, Hexen. Geister, Tod und Dämonen? Was könnte bloß all diese Seelen verbinden? Wir werden es herausfinden. Mir wurde Befugnis erteilt, Ihnen einen Hinweis zu geben. Bereit? Ja, sind wir. Also schön. Ersuchen wir doch den Dichter erneut um seine kryptische Inspiration. Also, was soll ich sagen? Ich traf ihn einmal, wissen Sie? Ich treffe Sie alle einmal. Akt 5, Szene 1. Kleomenes bittet Leontes, sich seine Schuld am Tod Hermiones zu vergeben. Tut's dem Himmel gleich, vergesst Geschehenes, und wie er, verzeiht euch selbst. Hä? Hab ich gar nicht kapiert, aber egal. Dann weiter. So grausig es auch sein mag, Sie sollten fortfahren. Mach mal. Das machen wir. Nur wenn wir Bord draußen hier machen, ich hoffe, das hört man nicht. Ich muss immer noch weglaufen. Sind die anderen zwei? Was in aller Welt war das? Sowas habe ich noch nie gesehen. Es war wie in einem Albtraum. Habt ihr das Ding gesehen? Der klaffende Mund, diese toten Augen. Was immer es auch war, es ist weg. Um ein Haar hätte das Ding mich erwischt. Es war so knapp. Es war ein Riesenschreck für dich. Uns alle. Aber wenigstens sind wir entkommen. Wir sagen dazu nichts. Ich finde beide aus jetzt nicht gut. Das Ding, was auch immer es war, ist noch da draußen. Vielleicht verfolgt es uns schon. Was sind denn Taylor und so? Es trug Ketten. Genau wie die Frau, die ertrunken ist. Das kann kein Zufall sein. Habt ihr gesehen, was mit Taylor und Daniel passiert ist? Sie können nicht weit sein. Verschwinden wir hier. Wie steuern wir? Wie steuern? Angela. Okay, verlass den Friedhof. Ich fahr so ein bisschen um. Hier liegt Isaac Worrell, 43 Jahre. Verstorben am 21. Oktober 1702. Ruhe in Frieden. Okay, was hat das jetzt zu bedeuten?
Aha. Kenn ich nicht. Scheiße, Mann, ey. Können wir weiter? Ich fühle mich hier nicht sicher. Okay, wir können links oder rechts gehen. Hier gibt es einfach 1000 Wege. Warum ausgerechnet hier? Los, weg hier! Ja, hier ist eh abgeschlossen, oder? Nee. Scheiße. Haben wahrscheinlich irgendwie das Sachen verpasst. Egal. Junge, was ist das? Wir beobachten uns da die ganze Zeit. Habt ihr es nicht sehen? Bloß weg von der Brücke. Sind wieder auf Je der Straße. Je mehr Abstand wir zwischen uns und dieses Ding bringen, desto besser. Ich wette, Daniel und Taylor denken das Gleiche. Verstecken, schnell! Oh nein! Oh mein Gott, Leute! Ey, aber haben wir X? Ah, ist der Zug mit dem Fahrrad? Wahrscheinlich, wenn ich fuhr mit dem Rad von der Gruppe weg, also neben dem Zug. Wir hätten ja auch, glaube ich, auch uns aufmerksam machen können. Gehen wir ihm besser aus dem Weg. Was hat die Frau gesagt, bevor sie ertränkt haben? Das Mädchen muss gestoppt werden. Sie meinte, die Hexenprozesse stoppen, richtig? Weiß nicht. Na los, gehen wir. Und wieder auf der Straße unterwegs. Ich sehe mich drin um. Jetzt kommt da wieder was. Okay. Das ist die Kettenfrau. Ah, Taylor. Ich weiß nicht mehr, wie hieß der andere? Daniel? Ja, Daniel. 1:03 haben wir. Ich sehe bald. Wie geht's? Ich frag mich, ob das Ding uns verfolgen könnte. Ich glaube nicht, dass sie das tut. Woher weißt du das? Wir zwei bleiben jetzt nah zusammen. Wenn du nah sagst, wie nah genau? So nah? Etwas näher. Bisschen näher? Noch näher. Intim. Auch Beziehungen in den Geschichten, deswegen. Immer dafür. Okay, schade, die haben sich aber nicht. Was war das gerade? Okay. Nichts gehört. Ja, als ob du nichts gehört hast. Historischer Pfad von Little Hope, Hexenpfad. Das gefällt mir nicht. Lass uns woanders lang. Es gibt keinen anderen Weg. Hier ist schon hier so eine Karte. Touristenhochburg. Nicht mein Lieblingsreiseziel. Alles klar. Ich glaube, wir sind jetzt so bei der Hälfte ungefähr schon mal gespielt, ne? Ja doch, müsste eigentlich. Hey, hier drüben. Sieh dir das an. Das Ding könnte immer noch hier sein. Im Wasser. Nein, wir haben es abgehängt. Bestimmt. Shit.
Du gehst zuerst, oder? Du bist leichter als ich. Geh du vor. Ich gehe auf keinen Fall über diese bescheuerte Brücke. Wenn wir die anderen finden wollen, müssen wir rüber. Gut. Ich gehe darüber und du kommst mir nach. Wenn die Brücke danach steht. Okay. Die Brücke steht. Nein. Was ist das? Sag gleich und da sagt es gleich guten Abend zusammen. Siehst du das? Hexengrab. Dieser Stein markiert vermutlich die Gräbstätte der ersten Person, die im Rahmen der Hexenprozesse von Little Hope hingerichtet wurden. Verschwinden wir. Das ist aber ein anderer, ne? Bitte. Ah, das ist der Vater. Mary! Mary! Ich bin hier drüben. Mary. Der Quell des Bösen ist hier. Das Mädchen ist das Böse? Verstehe ich nicht. Meine geliebte Amy beteuerte es kurz vor ihrem Tod. Das Böse wird nur Amy hieß mit Mary ein Ende finden. Wer sind Sie? Warum sehen Sie aus wie John? Ich kenne keine Antwort. Vielleicht wurde ich schon mit einem Hexenfluch belegt. Da ist sie! Gefunden! Woher hast du sie? Ich habe sie selbst gefertigt. Ich nehme sie zu deinem Schutz. Verdacht und Betrug gehen Hand in Hand in Little Hope. Niemand ist sicher. Bitte, Tabitha, lass sie mir! Wo ist der Vater jetzt hin? Alter. Ich verstehe nicht so ganz die Story hier. Nichts. Hier gibt's kein Telefon. Okay, also sitzen wir hier wohl wirklich in der Falle. Wo stecken die bloß? Weiß nicht. Ich hoffe, es geht ihnen gut. Wir hätten den Busfahrer längst finden müssen. Wo ist der bloß? Oh nein. Warum bist du immer noch hier? Sie scheint zu wollen, dass wir ihr folgen. Du willst ihr folgen? Viel zu riskant, sie könnte uns in eine Falle führen. Das sind zwei Mädchen. Eins von früher, dieses aus der Jetztzeit. Vielleicht ist dieses Mädchen, das wir hier sehen, irgendwie ein Spiegelbild des Mädchens aus der Vergangenheit. Willst du nicht auf Daniel und Taylor warten? Wenn sie uns folgen würden, wären sie schon längst da. So bitte toll, Junge. Tja. Bleib wachsam. Wer weiß, was vor uns liegt. Könnte ich einfach in diesem Haus schlafen, Junge, und einfach bis morgen warten. Hey, warte auf uns! Push! Oh nein, ist die alleine. Widerlich! Leute? Seid ihr das? Alter, Remake. Oh mein Gott. Ich tue schon wieder. Ich hasse dich. Ich bin wieder das Kettenvieh.
Scheiße, Mann. Alter. Oh oh. Angel floh nach einer Begegnung mit einem Dämon im Dunkel der Kanalisation. Ich weiß ja nicht, ob das hier so geil ist. Wenigstens haben wir überlebt. Bis jetzt. Verdammt. Und die geht hier noch so entspannt. Jo, der ist direkt hinter uns. Oh nein, wir müssen drücken. Vier. Renn doch! Was für eine Scheiße. Ja, okay. Ist sie gestorben? Angela! Shit! Nein! Womit hat sie das verdient? Jetzt sind nicht, dass sie gestorben ist, oder? Bis Taylor und Daniel uns finden. Hey! Steht da was? Den Schmerz führt zum Museum. Das Problem ist, ob die jetzt gestorben ist, die Angela. Wir haben doch alles richtig gedrückt. Die Tür ist durch irgendwas versperrt. Bitte hilf mir mal. Es ist ein Museum oder sowas. Ist sie da drin? Nein, nicht Puppen. Ruhig. Im Halbschweig. Konzentration. Wir werden nicht das gleiche Schicksal erleiden wie Angela. Woher weißt du das? Weil ich uns zwei um jeden Preis beschützen werde. Na. Und die anderen auch, wenn wir erstmal hier raus sind. Angela ist sehr gut beschützt. Falls sie noch leben. Was hat die Kleine hier ganz allein verloren? Schon ach, komisch. Hat sie gut, das kennen wir doch. Zu tun? So muss es sein. Ich weiß nur noch nicht, wie und warum. Das hat mir auch schon mal so ein Buch, oder nicht? Das ist wahrscheinlich versperrt, ne? Nice. Oh, okay. Ah, ist jetzt auch wahrscheinlich geschlossen. So, was ist das denn hier? Guten Tag. Unheimlich. Gar nicht. Mir echt Angst. Das ist die Amy, ne? Ja. Die erste Beschuldigte. Amy wurde vom Mädchen Mary Milton der Hexerei beschuldigt, die behauptete, sie hätte gesehen, wie sie auf einem Weidenzweig geflogen sei. Als ihr vom Gesicht mitgeteilt wurde, dass Amy von Zeugen meilenweit entfernt gesehen wurde, antwortete Mary, ich sah,
wie sie sich ihre Lippen bewegten, als würde sie mit jemandem sprechen. Und da erkannte ich sie als den Dämon, der in Amys Gestalt zu mir geschickt wurde. Pastor Carver ließ dies in einem Aufzeichnung als Geiselbeweis zu. Ja, der eine Arschloch da, ne? Der hat ja das Mädchen Druck gemacht und so. Dass man die Wahrheit sagt, dass die ihr was Schlimmes zustößt. Das ist schon ein kleines Arschloch, der Typ gewesen, ne? Darum ging's doch in dem Prozess. Leute, die mit dem Teufel im Bund sind. Ich, Mary Milton, bestätigt die Wahrheit, die der Bösartige, derer Zeugen wurde. Sein, vor dem Tag des Sabbat hielt Frau Amy bei der Esche eine Unterredung mit dem schwarzen Samuel. Ein Geist in Form eines Hundes, weicher mit der Stimme eines Mannes sprach. Dann drehte sie sich dreimal im Kreis und stimmte zu, dem Geist zu dienen und ihm die Kinder des Dorfes zu bringen. Danach bastelte sie eine Puppe und belegte sie mit einem Fluch, der diejenige treffen werde, die sich ihr entgegenstellen. Solcherlei und andere gartige Dinge habe ich gesehen. Simon Carver. Können wir wieder was abziehen? Das ist der Prozess, den wir auf der Wache gesehen haben. Schauriges Déjà-vu. Okay, da geht's weiter, da so Zeichen sind. Haben wir jetzt hier alles umgeschaut? Nee, das haben wir nicht gesehen. Das hole ich einem Kind aus dem späteren 17. Hey, Jahrhundert. Schau mal hier! Das habe ich schon mal gesehen. Wo? Auf der Straße vor dieser abgefuckten Bar. Angela und ich haben es gefunden, bevor uns diese Mary das erste Mal erschreckt hat. Interessant. Meinst du, sie hat uns hergeführt? Damit wir das hier sehen? Eigentlich vertraue ich den John irgendwie doch nicht so wirklich. Irgendwie ist er so merkwürdig. Es gibt viele, viele Geschichten über Gegenstände, die von Geistern besessen sind. Klar, in Filmen. Immer mit der Ruhe, da entstand jemand. Vielleicht ist der Geist von Mary ja an dieses Ding gebunden. Wir verbrennen es. Und dieser ganze Spuk ist vorbei. Tun wir es einfach. Na gut. Bin dabei. Los geht's. Ich hab die mit sauer Scheiße, das war keine gute Idee. Die stand ja hinter uns auch, ne? Schon verbrannte Marys Puppe und wurde dabei von Andrew unterstützt. Oh mein Gott. Das wohl. Das war keine gute Idee, Leute. Das war eine Scheißentscheidung. Das war eine ganz richtig ehrlich. Scheißentscheidung. Ich weiß ja nicht. Er mir alles angeschaut. Schönes angeschaut. Okay, wir können durch die Tür, glaube ich, gehen. Sind wir wieder draußen, ne? Ja, kurz das schon. Da geht's nach draußen. Ja. Wo ist das kleine Mädchen hin? Führt uns her und verschwindet dann. Vielleicht hat sie es so geplant, uns zur Puppe zu führen. Hat geklappt. Ich weiß nicht recht. Komm dir aus dem Dunkeln raus. Okay. Ich bleib einfach.
Ah, Gott, so viele Horrorfilme gespielt und so alles geschaut. Okay, Horrorfilme gespielt wahrscheinlich, oder? Ach, man kennt ihn. Okay, jetzt werde ich mal wahrscheinlich wieder zu Taylor. Yes. Der Akku ist fast leer. Hab doch eh keinen Empfang. Aber die Taschen haben verreicht für 5 Stunden, ey. Hörst du das? Weiß nicht. Hab ah, was gehört. Ist das Angela? Da unten? Vielleicht. Leute? Hallo? Ist da wer? Wir sollten weitergehen. Wo zur Hölle sind die nur? Passiert irgendwas, wo die Kamera hinten ist. Glaubst du, sie suchen nach uns? Vielleicht. Angela will ganz sicher nicht nach mir suchen. Da wette ich. Sie ist garstig, aber ein guter Mensch. Bist du da sicher? Okay. 10 Mäuse, da ist niemand. Bleib bloß weg damit. Hey, es ist immerhin besser als nichts. Suchen wir einen Weg hinein? Meinst du einen Weg wie vorhin am Laden? Okay. Bist du ein Freizeiteinbrecher? Nö. Aber ich war es in einem früheren Leben. Finde einen Weg hinein, verdammt Mann. Hier geht's rein. Aber haben wir noch was zum Anschauen? Nee, hier kann's auch reingehen. Da geht's nicht durch. Dann geht's hier durch. Nein? Okay. Einfach Fenster einschlagen. Hey, Taylor, schau mal da. Was ist da? Hier war wohl schon lange keiner mehr. Oh, ja. Ich krieg einen Zehner. Von wegen, hab die Wette nie angenommen. Na gut. Locker. Das krieg ich doch aufgehebelt. Wir können drüber streiten, wer wem den Vortritt lässt. Wir wissen beide, wie das endet. Gut. Geht klar. Ruhig, Blutheld, lass die Gruselpuppe leben. Wir sind überall Puppen in diesem Scheiß. Komm schon mir nach. Das nervt mich, ey. Ich stand ja auch beim Gericht so. Komm, hier lang. All kurz, wir machen Video. Die sehen so echt aus. Mal kurz, können wir jetzt mal so. Oh mein Gott. Was ist? Ich hab. Da war gerade etwas. Wohin willst du? Sicher, dass das klug ist? War hier gerade nicht John und Andrew? Oh oh. Kennen Sie sich gerade? Ja, dann kurz davon nochmal ein Bild schauen. Okay, so eine Vorahnung.
Okay, Taylor versteckt sich vor irgendwas. Das heißt, verstecken ist gut. Oder was? Oder was soll mir das jetzt sagen? Was soll mir das jetzt sagen? Bist du's? Taylor? Nee, hier gibt's da nichts mehr. Hallo? Das ist das Museum, wo wir eben waren. Taylor! Alles okay? Was ist los? Spielt irgendein Mädchen, ne? Komm schon! Hinter dir ist jemand, ne? Was war das? Die Stimmen! Ich hab mich selbst gesehen! Mich selbst angestarrt! Andere Klamotten, andere Wortwahl, aber... sie war ich! Tut mir leid, was passiert ist. Na gut. Sind wir jetzt eigentlich... ja, wir sind voll mit Taylor. Guck mal, wie sie ist. Sie ist full. Full. Die so aussah wie ich, sie wurde wie eine Verbrecherin abgeführt. Scheiße. Lass uns abhauen. Ja, weg hier. Ja, aber genau an der Stelle, Leute, machen wir in der nächsten Folge weiter. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß und wir sehen uns dann morgen bei der nächsten Folge von Little Hope. Bis dahin, habt einen schönen Tag und adios.